Hallo und herzlich willkommen bei Hyperraum TV. Wir sind hier an der Universitätssternwarte der Universität München, mitten in der Stadt. Hier neben mir das berühmte Observatorium der Sternwarte von München, in dem auch der berühmte Fraunhofer-Refraktor steht. Die Forscher hier schauen nicht mehr durch dieses Fernrohr, um den Himmel zu beobachten. Hier über der Stadt wäre auch viel zu viel Smog, also schlichtweg ungeeignet. Die Astrophysiker und Astronomen, die hier sitzen, haben Augen, die sehr weit entfernt, beispielsweise in der Atacama-Wüste, in den Himmel schauen. Einer dieser Astrophysiker ist Professor Jochen Weller. Ich habe ihn hier besucht und mit ihm ein Gespräch zum Thema dunkle Energie geführt. Eine der Möglichkeiten, wie wir die dunkle Energie beschreiben können, ist einfach, dass wir sagen, mit der Einsteinschen Gravitationstheorie ist irgendetwas nicht korrekt. Dies ist ein sehr gefährliches Spiel, das ist eine sehr etablierte Theorie, die funktioniert hervorragend im Sonnensystem, ist sehr genau vermessen. Aber auf diesen großen Entfernungen sind eben die einzigen Beobachtungen, die wir haben, diese astrophysikalischen Beobachtungen. Im Grunde genommen haben wir aber keine Ahnung und deswegen brauchen wir genauere Beobachtungen.